und herzlich willkommen zu Davids Deep Dive. Heute machen wir mal wieder einen Webcast und zwar zum Thema Softwarequalität. Jeder, der meine Artikel kennt oder mich schon mal auf Konferenzen gesehen hat, weiß, dass es ein Thema ist, was mir ganz besonders am Herzen liegt. Und ich habe vor ein paar Monaten einen Kunden gehabt, der mich angefragt hat, gesagt, hey, wir wollen eine Firmenveranstaltung machen. Kannst du nicht eine Keynote zum Thema Softwarequalität halten? Ja, klar, kann ich machen. Und genau daher ist dieser Vortrag entstanden. Und damit alle was davon haben, habe ich mir gedacht, machen dazu einen kurzen Webcast. Ich teile das Ganze in zwei Reihen auf und in zwei Folgen auf. In der ersten Folge werden wir das Thema Softwarequalität mal ein bisschen genauer definieren. Und in der zweiten Folge dann werden wir hingehen und werden uns mal anschauen, welche Arten von Qualität es gibt, wie wir Qualität sicherstellen können, wie wir sie messen können und so weiter und so fort. Im ersten Teil, wie gesagt, erstmal die Theorie. Los geht's. Softwarequalität. Das Thema einem näher zu bringen, ist gar nicht so einfach, weil Softwarequalität einfach ein unglaublich großes Feld ist. Und ich habe gedacht, ich mache das Ganze mal und näher mich so ein bisschen über die Probleme an die ganzen Dinge ran. Ich habe diesen Vortrag gehalten, wie gesagt, und Tage vor hat der Kunde mich nochmal angerufen und hat gesagt, hey, wir würden gerne klar Theorie machen zur Softwarequalität, aber es wäre auch cool, wenn man mal zeigen könnte, was heute Stand der Technik denn so möglich ist im Bereich Softwareentwicklung. Wie gesagt, cool, machen wir. Und wenn, dann mache ich auch irgendwas richtig. Also bin ich sofort zu Amazon gegangen und habe mal gedacht, okay, was könnte man machen? Ja, wir könnten uns einen eigenen Cluster bauen, also so einen Cluster-Computer. Und dann könnten wir mal zeigen, dass man eine Anwendung entwickelt mit einer Architektur, Microservices, Docker, Kubernetes zum Beispiel. Und diese Architektur dann sowohl on-premise läuft, als auch bei Windows Azure oder Amazon AWS, vollkommen egal. Aber dass man quasi direkt das Beste aus beiden Welten hat. Das heißt, ich entwickle ein neues Produkt, neue Webanwendung, neues Webportal. Und einfach nur, indem ich die richtige Architektur wähle und das richtige Tooling wähle, bin ich nachher dann in der Lage, ohne weiteres das Ganze entweder on-premise beim Kunden laufen zu lassen oder in der Cloud. Dazu bin ich, wie ihr seht, zu Amazon gegangen, habe mir ein bisschen Equipment gekauft, im Endeffekt 4 Raspberry Pis. Und diese Raspberry Pis werden mit einem Gehäuse übereinander gestapelt, gesteckt. Und dann entsteht daraus Schritt für Schritt so ein kleiner Cluster-Computer hier. Wie ihr seht, das ist jetzt hier noch nicht die Endausbaustufe. In der Endausbaustufe sieht das Ganze ungefähr so aus wie das hier. Nämlich sind 4 Stück übereinander. Und dann hat man seinen eigenen kleinen Cluster-Computer, seine eigene Private Cloud, wenn ihr so wollt. Und das war quasi gedacht für diesen Vortrag, um den Leuten mal zu zeigen, hey, das kann man cooles machen. Das Ding werde ich auch mal irgendwann in einer nächsten Webcast vorstellen, wenn es ein bisschen so um Docker und Kubernetes geht. Ist jetzt für den Vortrag hier vom Doing her nicht ganz so interessant, weil wir uns ja mehr um die Theorie und um die Fragestellung der Softwarequalität kümmern wollen. Aber das schauen wir uns irgendwann später mal an. So, das ist auf jeden Fall das Teil, was ich genommen habe. Und in der Woche, wo ich jetzt diesen Vortrag gehalten habe bei meinem Kunden, bin ich auch bei anderen Kunden unterwegs gewesen. Ich war in Norddeutschland unterwegs, war in Oldenburg, in Flensburg, in Bremen in der Woche. Und an dem Tag, als ich dorthin geflogen bin, war ein Kunde in Linz in Österreich. Da war ich in Bremen zugegen. Und ich bin dann also hingegangen und bin von Bremen losgeflogen. Und jeder von euch, der schon ein bisschen durch Deutschland geflogen hat, kennt das Problem. Es ist meistens jeder innerdeutsche Flug oder innereuropäische Flug geht meistens mit der Lufthansa von irgendeinem Zielairport erstmal zu den Hubs nach Frankfurt oder München und von da aus dann weiter. So war es auch bei mir. Und man muss dazu sagen, ich bin wirklich ein passionierter Flugzeugfan. Ich liebe Flugzeuge. Ich könnte stundenlang an Start- und Landebahn stehen und mir diese Geräte angucken, wie sie starten und landen. Finde ich super gut. Deswegen ist es für mich persönlich immer ein Highlight. Auch für meinen Sohn, dem ich dann immer live berichten muss, wo ich gerade bin und welches Flugzeug ich einsteige. Und so war es auch dieses Mal. Ich bin also in Bremen gestartet, quasi Bremen ist an der oberen Stelle, für die geografisch nicht so bewanderten. Und ich bin in Bremen gestartet bei traumhaftem Wetter. Mit der Lufthansa habe auch einen neuen Airbus A320neo bekommen. Das ist ein ganz tolles Flugzeug, wollte ich immer schon mal mitfliegen. Und bin dann von da aus quasi nach Frankfurt geflogen. So, währenddessen wirklich traumhaftes Wetter, ein wunderschöner Sonnenuntergang. Ich war happy. So, und während ich dann dahin geflogen bin, habe ich gedacht, jetzt landest du gleich in Frankfurt. Und in Frankfurt kommst du dann an und wirst dann quasi durch die ganzen Schilder am Flughafen zu deinem nächsten Gate geleitet. Ich wusste schon, ich habe nicht viel Zeit. Und auch der Koffer wird ausgeladen und wird dann quasi auf ein Band geschmissen. Durchläuft dann 1000 verschiedene Förderbänder, wird verteilt auf irgendwelchen Hubs und landet nach einem Flugzeug. Eigentlich ist das ein extrem komplexes System, was ziemlich gut funktioniert. Und ich habe mir gedacht, dass ich in Frankfurt gelandet bin, man könnte ja anfangen, Softwareentwicklung mal mit zum Flughafen zu erklären. Weil die Fehlerquote beim Flughafen ist relativ gering. Und trotz, dass viele Personen beteiligt sind und viele Klienten da sind, haben wir eine sehr, sehr hohe Qualität. So, ich auf jeden Fall dann in Frankfurt umgestiegen, in ein anderes Flugzeug Richtung Linz. Hatten auf dem Weg zur Rollfeld den historischen Anstrich einer Condor-Maschine gesehen.
für die Flugzeugfans, die werden wissen, das ist etwas, was nicht so besonders oft vorkommt. Deswegen mein persönliches Highlight. Und da bin ich dann bei Einsetzen der Dämmerung, da war es schon fast dunkel, bin ich dann quasi Richtung Linz geflogen. So, Linz ist ein relativ kleiner Flughafen. Man sieht rechts unten, als ich angekommen bin. Man steigt am Rollfeld aus, läuft direkt ins Terminal. Und ich war wirklich happy. Ich war super euphorisch für den nächsten Tag. Und bin dann ins Flughafenterminal reingegangen. Und das Erste, was mir entgegenkam, womit ich in Linz in Österreich begrüßt wurde, war die Aussage, der Passagier David Hegel gekommen mit dem Flug LH1256 aus Frankfurt, meldet sich bitte bei der Gepäckausgabe. Und da wusste ich, das wird kein guter Tag. Ich bin dann dort hingegangen und mir wurde dann offeriert, dass mein Koffer in dem hochqualitativen Frankfurter Flughafen hängen geblieben ist, hinter der Maschine nicht mitgekommen ist und ich ihn erst am nächsten Tag um 12 Uhr abholen kann. Mein Problem war aber, dass ich zum einen meinen Raspberry Pi, meinen Minicomputer, den ihr gesehen habt, im Koffer hatte und natürlich auch meinen Anzug, weil Firmenveranstaltung, Keynote, da geht man natürlich nicht irgendwie im normalen Hemd und Jeanshose hin, sondern natürlich macht man sich schick. Ja, war nicht. Mein Koffer weg, Anzug weg, gar nicht gut. Ich habe dann mit der Dame von Austrian geredet, die hat dann auch versucht, mir ein bisschen zu helfen, hat mir dann quasi einen Ersatz gegeben, dass ich wenigstens die Nacht überstehen konnte, bestehend aus einem T-Shirt, Zahnbürste, eine Bürste, sieht man rechts oben, und unter anderem auch so eine kleine Packung Waschmittel für Trommelwaschmaschinen. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr normalerweise mit Handgepäck ratzt. Ich hatte natürlich keine Waschmaschinen dabei. Ich bin dann in mein Hotel gefahren, habe dort eingecheckt, habe dann versucht, am nächsten Morgen ging es um 8.30 Uhr los, irgendwie einen Anzug zu bekommen. Ich hatte keine Chance, ich habe es nicht geschafft. Und das Ende vom Lied war dann, dass ich morgens von der Hotelrezeption oder zur Hotelrezeption gelaufen bin, der Dame mein Leid geklagt hat und sie hat dann gesagt, es ist kein Problem, kriegen wir hin. Ich habe dann das Hemd vom Portier bekommen, habe die Schuhe von einem Gast bekommen, der schon mal ein ähnliches Problem hatte, und vom Frau der Geschäftsführer den Anzug. Und so bin ich dann quasi in Blue Jeans zu dieser Veranstaltung gegangen, wo fast alle im Anzug waren. Also ich habe ein bisschen ausgesehen wie aus der Kleiderkiste, aber das war nicht der Punkt. Warum erzähle ich euch das Ganze? Zum einen, um mal einen lustigen Einstieg zu bekommen, klar, aber ich möchte euch auch am Ende gerne eine Message mitgeben, also am Ende vom zweiten Teil. Was passiert, wenn man Softwarequalität nicht ernst nimmt oder seine Projektansprüche nicht ernst nimmt und nicht den Weg verfolgt, den man eigentlich verfolgen sollte? So, wir legen mal los. Ein paar Worte von mir zu ab. Die meisten kennen mich, denke ich mal. Mein Name ist David Hielke. Ich bin freiberuflicher Trainer, Berater und Coach. Und Schule berate und coache mein Unternehmen Europa, mittlerweile weltweit, zu den Themen Anwendungsentwicklung generell auf dem Microsoft.net Stack, aber vor allen Dingen Softwarequalität und Softwarearchitekturen, also wie entwickelt man langlebige Systeme, wie setzt man Qualitätsprozesse auf, wie strukturiert man Teams, wie gestaltet man Deployment-Prozesse und so weiter und so fort. Und ich habe mir mal so ein paar Erfahrungen aufgeschrieben, Kunden, Projekte und Teilnehmer. Damit will ich nicht zeigen, dass ich der Allercoolste bin, sondern es geht eigentlich darum, dass die Dinge, die wir jetzt in diesem Teil und auch im nächsten Teil besprechen werden, haben nichts damit zu tun, dass sie nur für eine Kundengruppe geeignet sind. Ich habe große Kunden, die mehrere hundert Entwickler haben. Ich habe aber auch kleine Kunden, die 2-3 Entwickler haben. Für alle ist es gemein, dass sie alle gleichermaßen sich darum kümmern sollten, dass ihre qualitative Softwareentwicklung immer auf dem neuesten Stand ist, dass sie überhaupt eine qualitative Softwareentwicklung haben, weil das ist es, worauf es am Ende des Tages ankommt. Wir müssen Software liefern, die eine extrem hohe Qualität hat, damit wir am Markt lange bestehen können, eine hohe Kundenzufriedenheit haben und natürlich auch ein Software-System haben, was wir lange entwickeln und lange warten können. So, wenn ihr euch zu diesem Thema ein bisschen weiter einlesen wollt, einige kennen das wahrscheinlich schon, ich habe eine Artikelreihe in der .NET Pro, und zwar ist das David's Deep Dive, und da gibt es zu diesen ganzen Themen, die wir jetzt machen werden in dieser Folge und in der nächsten Folge, einzelne Artikel, die ihr euch runterladen könnt. Für die Abonnenten ist es natürlich kostenlos und die Nicht-Abonnenten müssten, glaube ich, einzelne Artikel kaufen können. Schaut einfach mal rein, die .NET Pro hat ein ziemlich cooles Archiv und da könnt ihr euch auf jeden Fall was mit dazu holen. Zweite Ressource, die ihr habt, ist natürlich YouTube. Ihr seid gerade schon dabei. Das heißt, ich habe in meinem Kanal zu allen möglichen Themen, meistens qualitätsrelevant, Videoreihen oder einzelne Videos. Deshalb, wenn ihr da Themen und Interesse an dem Thema habt, schaut einfach mal da rein. Natürlich nicht vergessen, ein Abo dazulassen und gerne auch unter diesem hier einen Daumen hoch und einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So. Wenn ihr Fragen dazu habt, ihr könnt natürlich immer in die Kommentare reinschreiben, das wisst ihr, aber ihr könnt mich gerne auch auf Twitter, per Blog oder per E-Mail kontaktieren, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, Schulungsanfragen, Beratungsanfragen oder so, stehe ich gerne zur Verfügung. Auch wenn es irgendwie mal ein Projekt klemmt und man da vielleicht nur eine kurze Auskunft benötigt, kein Problem, schreibt mir einfach, dann können wir das Problem aus der Welt schaffen. Gut, so, was machen wir? Wir werden uns heute mal mit der Softwarequalität beschäftigen. Wir werden das ganze Thema ein bisschen ungewöhnlich annähern. Wir werden über die Probleme in der Softwareentwicklung herangehen, werden uns dann mal beschäftigen, was Softwarequalität überhaupt ist.
Da machen wir dann quasi einen Cut, da wir dann die zweite Folge anfangen. Und in der zweiten Folge werden wir uns mit Prozessqualität, Produktqualität und mit der eigentlichen Analyse damit beschäftigen und am Ende mal so ein kleines Fazit ziehen. So, legen wir mal los. Also Softwarequalität zu erklären ist nicht besonders einfach, weil Softwarequalität einfach ein unglaublich großes Feld ist. Man kann da über Testen reden, man kann über Codeanalyse reden, über Richtlinien reden, man kann über Benutzer, User Experience reden, man kann über alles mögliche, Skalierung, Ausfallsicherheit und so weiter und so fort. Aber um das Ganze mal ein bisschen besser für euch greifbar zu machen, ein bisschen besser einschätzbar zu machen, dass ihr da mal ein Gefühl für bekommt, habe ich mal gedacht, wir nähern uns über die Probleme, die es in der Software entwickeln wird. Die Probleme, die ich habe, die ihr habt, die alle meine Kunden haben, meistens sind es immer dieselben. Und ich habe jetzt nicht irgendwie spezielle, krasse Probleme rausgesucht, sondern die ersten, die mir eingefallen sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jeden von euch zumindest mit einem Problem erwischen kann, dass er es auch schon mal gehabt hat. Ich habe mal am Anfang stehen gehabt, Problem-Bingo, aber es klang irgendwie doof, deswegen ist das Problem der Software. Fangen wir mal an. Stabilität. Stabilität, denke ich mal, das Problem von euch kennt jeder. Man entwickelt Code und egal wie viel Sorgfalt ich da reinstecke, egal wie gut meine Entwickler sind, selbst wenn die weltbesten Entwickler sind, man hat Bugs in der Software. Machen wir uns nichts vor. So, diese Bugs müssen nicht unbedingt aus der Entwicklung kommen, die können auch aus den Anforderungen kommen, die kommen aus dem Deployment, die können vielleicht auch aus der Architektur kommen oder woher auch immer. Das heißt, wir haben eine ganze Menge an Fehlerquellen innerhalb der Softwareentwicklung, die können wir versuchen, durch entsprechende Maßnahmen einzugrenzen, aber es ist leider nicht immer möglich. Deswegen, Stabilität ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und etwas, was eigentlich uns alle betrifft in der Softwareentwicklung. Wir müssen an der Softwarequalität versuchen, Stabilität A messbar zu machen und mit entsprechenden Maßnahmen die Fehlerquellen auszuschalten. Und wenn wir das gemacht haben, müssen wir versuchen, kontinuierlich diese Stabilität zu überprüfen. So, in erster Linie denken wir dabei natürlich an Testen. Das heißt, wir müssen zusehen, dass unsere Software mit funktionalen Tests abgesichert ist. Egal, ob es jetzt Unit-Tests sind, Integrationstests, Service-Tests, System-Tests, spielt keine Rolle. Wir müssen Funktionalität sicherstellen, um dann zu klären, vor dem Deployment zum Kunden oder in einer Produktionsumgebung, ob wir eine stabile Software haben oder nicht. So, nächste Problem. Entwicklungsgeschwindigkeit. Jeder von euch hat mit Sicherheit schon mal bei einem Projekt Start mitgemacht und kennt das Problem, dass man am Anfang hat man noch nicht viel Code, man hat nicht viel Infrastruktur außenrum, es sind noch nicht so viele Funktionen da und man hat eine unglaublich hohe Geschwindigkeit. Alle sind super happy, hey, Tage, wochenweise, purzeln hier, massenweise Funktionen hinten raus und das Ganze läuft super, alle sind zufrieden, perfekt. So, jetzt im Laufe der Zeit wird es aber ein bisschen langsamer. Das heißt, wir haben vielleicht am Anfang für ein Feature einen Tag gebraucht, irgendwann brauchen wir 3 Tage, dann vielleicht mal 5 Tage, dann irgendwann dauert es mal 1-2 Wochen, bis das Ganze gemacht wird. Und irgendwann, wenn es ganz extrem kommt, sind wir in einer Situation, wo es gar nicht mehr weitergeht. Das heißt, dann haben wir eine Situation, wo wir quasi für ein Feature viel zu lange brauchen würde, kein Kunde will das mehr bezahlen und dann haben wir ein ernsthaftes Problem. So, dieses Problem nennt man auch Slack Pace. Ihr seht diese nett gezeichnete Schnecke unten auf dem Geschwindigkeitsgraph. Und wenn man das Problem hat, dann ist es gar nicht so einfach zu analysieren, wo es herkommt. Das kann an einem schlechten Entwicklungsprozess liegen, das kann an schlecht ausgebildeten Entwicklern liegen, an einer schlechten Architektur, an schlechten Anforderungen und so weiter und so fort. Also ein ganz, ganz schwieriges Problem eigentlich, aber auch da kommt man normalerweise bei, wenn man nur analysiert, wo denn wirklich die Fehlerursache ist. Und an der Stelle, wir werden uns später das Testen noch anschauen, mal ein Appell an euch oder auch an eure Projektleiter, Geschäftsführer, Vorstände, wo auch immer ihr gerade arbeitet. Im Endeffekt bei Softwarequalität ist einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Müsst ihr immer versuchen, dass ihr, wenn ihr so ein Problem habt wie das hier, müsst ihr nicht anfangen, ja, Ursachen zu bekämpfen, Probleme zu bekämpfen, sondern die Ursachen zu bekämpfen. Wie im Beispiel mit der Stabilität, wenn meine Menge der Fehler immer mehr wird und die Fehleranzahl total explodiert, kann man anfangen, Unit-Tests zu machen, klar. Aber das ist das sogenannte Aspirin-Problem. Das heißt, wenn ich Kopfschmerzen habe, kann ich Aspirin einschmeißen, dann geht's wieder. Das kann ich nächsten Tag machen, übernächsten Tag. Aber solange ich die Ursache dafür nicht abstelle, ist zum Beispiel, keine Ahnung, zu viel trinke abends oder, keine Ahnung, beim Einschlafen den Kopf zu hoch habe, um irgendeinen Nerv einklemmen oder was auch immer es da alles gibt, dann werde ich dieses Problem nie loswerden. Und genauso ist in der Softwarequalität auch. Wenn ich jetzt instabile Software habe oder eine langsame Entwicklungsgeschwindigkeit habe, dann kann ich natürlich schnelle Maßnahmen ergreifen, um sogenannte Quick Wins zu erreichen, wie es im Management immer genannt wird. Aber diese Quick Wins bringen mir nichts, wenn die Ursache nicht bekämpft ist. Deswegen immer bei Softwarequalität denken, wir bekämpfen Ursachen, keine Probleme. Probleme lösen sich meistens durch die Lösung oder die Bekämpfung der Ursachen auf. So. Entwicklungsgeschwindigkeit, Haken dran, gehen wir mal zur ausbleibenden Innovation. Ihr seid alle in Projekten und ihr werdet es mit Sicherheit kennen. Ihr würdet das Ganze momentan, wenn ihr es nochmal neu entwickeln könntet, viel anders machen. Ihr würdet vielleicht, wie eben schon gesagt, ihr würdet mit Cloud arbeiten, mit Docker, Kubernetes, ihr würdet mit Microservices arbeiten und so weiter und so fort. Könnt ihr aber nicht, weil ihr ein relativ großes monolithisches Projekt mittlerweile habt und sich eigentlich innerhalb von diesem monolithischen Projekt überhaupt nichts mehr ändern lässt. Das Ganze ist ein Innovationsmangel, Innovationsstau. Das heißt, ihr müsst zusehen, dass ihr innerhalb von eurem Projekt immer genug Zeit übrig habt, um Innovationen zu evaluieren, zu bewerten, sind die was für uns, können wir das umsetzen und dann euer Software-System in die Richtung der Innovation zu drücken. Das heißt, wenn ihr jetzt merkt, hey, Microservices, Docker sind cool, dann solltet ihr hingehen, solltet anfangen, eure Anwendungsentwicklung in diese Richtung auszulegen. Beispiel,
Composite Components ist eine Architektur, die ich entwickelt habe. Ihr kennt einige von euch aus Zeitungen oder von Konferenzen. Und wenn man jetzt eine monolithische Systemarchitektur, also ein System, was aus einem Prozess besteht, eine Webseite zum Beispiel, mit Composite Components entwickelt, dann haben wir auf Software-Architekturebene bereits eine sehr hohe Modularisierung. Wenn ich jetzt irgendwann mich entscheide, okay, ich will so eine Hybrid-Architektur für Cloud und On-Premise haben, Microservices zum Beispiel oder serviceorientierte Architekturen allgemein, dann ist meine Software-Architektur schon so vorbereitet, dass ich mit sehr, sehr wenig Aufwand daraus Microservices machen kann. Das heißt, wenn ihr heute schon überlegt, hey, Cloud wird irgendwann für uns mal ein Thema sein, dann richtet eure Architektur jetzt schon mal dann raus. Weiter geht's. Nächste Problem. Architekturen, wo wir schon beim Thema waren. Jeder von euch kennt Spaghetti-Code. Jeder von euch kennt unwartbare Codestellen, egal wie groß sie sind, bis hin zu komplett monolithischen Software-Architekturen. Und man kann meckern, motzen und immer wieder sagen, das müssen wir was machen. Aber durch den Feature-Druck, durch den Funktionswunsch der Kunden und durch die Projektzeit, wie immer, oder der Projektdruck, der immer höher wird, haben wir einfach keine Zeit, das zu machen. So, und im Laufe der Zeit entsteht ein immer schlimmeres System. Das System ist irgendwann so schlimm, dass wir einfach nur ein Rewrite oder ein riesengroßes teures Refactoring machen können. In beiden Fällen habt ihr verloren, weil es beides extrem teuer, extrem nervig und wir können über längere Zeit dem Kunden keine neuen Funktionalitäten liefern. Deswegen immer ganz wichtig auf Architekturen achten. Und natürlich auch Architekturen sind ein sehr, sehr großer Teil von Softwarequalität. So, weiter geht's. Fachkräftemangel. Auch das wird jeder von euch kennen. Ich war auf der Konferenz letzte Woche auf dieser Keynote. Ich habe dann am Samstag noch eine weitere Konferenz gehabt, den .NET Day Franken. Und ich habe da mal Umfragen gemacht und gefragt, wer von euch aktuell würde keinen Entwickler einstellen, wenn er sich dann anbieten würde. Und es war keiner dabei von 80, 90 Teilnehmern. Fachkräftemangel ist einer der größten Risiken und größten Probleme, die wir heutzutage in der Softwareentwicklung haben. Und wir müssen natürlich zusehen, dass wir unsere Prozesse, unsere Architekturen, auch unsere Produkte, Projekte darauf ausrichten, dass wir mit weniger Fachkräften auskommen müssen. Dass wir vielleicht auch mal mit externen Freelancern arbeiten müssen, die uns vielleicht bei bestimmten Lastspitzen unterstützen und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen unser Team flexibler, agiler machen. So, ich kenne viele Kunden, die genau das nie berücksichtigt haben und heute sehr starre Strukturen haben, wo eigentlich sowas wie ein Freelancer gar nicht eingesetzt werden kann oder wo man einzelne Teile an eine externe Firma outsourcen konnte und so weiter und so fort. Riesengroßes Problem. So, schlechte Stimmung, auch wieder. Genau wie eben, Fachkräftemangel geht es ein bisschen in Richtung Personal. Schlechte Stimmung, ein anderes riesengroßes Problem, was ich immer wieder in Projekten sehe. Ich kann nur dann gut arbeiten, nur dann gute Qualität liefern, gute Produkte machen, wenn ich auch mich in der Arbeit wohlfühle. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, schon so ein Gesicht ziehe, weil mir die Hälfte der Kollegen auf die Nerven gehen, ist es ein Problem. Und das kennt jeder von euch, denke ich mal. So, deswegen ist es auch immer wichtig, dass man nicht nur seinen Prozess, sein Produkt pflegt, sondern muss natürlich auch das Team pflegen. Weil die Leute, die sich in diesem Team bewegen, müssen sich dort wohlfühlen, müssen gerne zur Arbeit kommen. Und wenn ich so etwas mache und sehr viel Wert auf Mitarbeiter lege, habe ich auch bei der Mitarbeiterakquise wieder größere Chancen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in einem Unternehmen wäre und würde dort versuchen, einen Job zu bekommen und hätte so ein Riesenangebot wie aktuell am Softwareentwicklungsmarkt, und würde dann ein Team sehen, wo ich schon merke, oh, da knatscht es und nö, es macht keinen Spaß, sind alle irgendwie nur gegeneinander und so, würde ich ganz ehrlich gesagt während der Probezeit schon weggehen, weil für mich einfach die Zufriedenheit und der Spaß in der Arbeit die allerhöchste Priorität hat bei meinem Arbeiten. Deswegen, da muss man auch gegen kämpfen. Auch das quasi mein tägliches Arbeiten, wo ich gegen ankämpfen muss. Bei meinen Kunden, wenn wir Teams restrukturieren, manchmal auch Mitarbeiter entlassen, das passiert auch schon mal hier und da, oder Retrospektiven machen oder irgendwelche, Team, Meetings machen oder Teamveranstaltungen machen, um das Teamgefüge nach oben zu bringen, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Müsst ihr euch auch drum kümmern im Bereich Software-Qualität. So, unzufriedene Entwickler. Wenn wir schon beim Personellen sind, kennt jeder von euch. Jeder von euch jammert immer, Hardware zu langsam, wir müssen mal testen, die Architektur ist dumm, langsam, unstrukturiert und so weiter und so fort. Wir Softwareentwickler neigen dazu, dass wir einfach viel zu oft motzen, meckern, nörgeln und anstatt, dass wir einfach mal anfangen zu arbeiten, einfach mal das Beste daraus machen. Letztens habe ich bei einem Kunden ein Team geleitet und wir mussten in relativ kurzer Zeit ein gerade entwickeltes Softwareprodukt in Prototypenstatus bringen, um das vorführen zu können. Und als das rauskam, war eigentlich klar, wir können das von der Zeit her fast nicht schaffen. Wir sind eh schon ziemlich ausgelastet, das wird viele Überstunden bedeuten und so weiter und so fort. Und das Gejammer war groß und alle waren am Meckern und am Nörgeln und hier und da schaffen wir nicht und ist alles doof. Macht einfach. Selbst wenn das aussichtslos ist, wenn ihr rumjammert und rummeckert, wird das da auch nicht besser. Deswegen seht zu, dass ihr euch, eure Kollegen motiviert. Wenn man selber ausstrahlt, dass man keine Lust, keinen Bock auf irgendetwas hat oder der Meinung, dass etwas nicht klappt, dann werden meine Kollegen dadurch nicht motivierter. Deswegen, auch wenn ihr der Meinung seid, dass irgendwelche Dinge nicht gut sind, schlecht sind oder sonst irgendwas, packt es an, geht positiv an die Sache ran, dann werdet ihr eure Kollegen mitreißen.
Und manchmal schafft man es. Wir zum Beispiel haben den Prototypen geschafft, obwohl alle gesagt haben, das ist nicht schaffbar. Als man dann mal alle eingeordnet hat und alle in die richtige Richtung gegangen sind, war das überhaupt kein Problem. So, das alles, was wir jetzt hier gesehen haben, all diese Punkte sind nur ein paar Probleme, sind nur ein paar Bereiche in der Softwarequalität. Aber das größte Problem bei allem ist immer, wir müssen das Ganze unter Betrachtung der Kosten machen und mit einer gewissen Kosteneffizienz. Denn wir haben im Endeffekt, müsst ihr es so vorstellen, wir haben in der Softwareentwicklung 100% Zeit zur Verfügung als Entwickler. Und ich muss mir diese 100% Zeit aufteilen. Und ich könnte sagen, okay, ich mache 70% der Zeit für Entwicklung, 30% für Qualität. Kann man machen. Könnte aber auch hingehen und sagen, 50% Entwicklung, 50% Qualität. Je mehr Qualität ich reinnehme, umso mehr Qualität bekomme ich in mein Produkt. Selbstverständlich, aber so geringer wird auch meine Entwicklungsgeschwindigkeit. Da muss man immer gucken, dass man da ein richtiges Maß findet und eben halt nicht zu wenig Qualität macht oder manchmal, das kenne ich auch von einem Kunden, zu viel Qualität macht. Das heißt, wenn ich 30% Entwicklung, 70% Qualität mache, habe ich ein Bombenprodukt, aber ich bin schneckenlangsam und die Gefahr, dass ein Mitbewerber an mir vorbeizieht, weil er plötzlich riesengroße Entwicklungskontingente irgendwo herbekommen hat, ist schon ziemlich groß. Fassen wir das mal zusammen. Wenn wir jetzt von Softwareentwicklung sprechen, generell, nicht nur von Softwarequalität, gibt es für mich immer die sogenannten 3 Ps. Und zwar sind das die People, Processes und Products. Das ist nicht nur in Softwareentwicklung, auch in anderen Geschäftsbereichen sind das die führenden Punkte. Aber für uns ist es etwas, auch in meinen Augen, was ich einfach gar nicht verstehen kann, dass so viele Leute das nicht verstehen. Wenn wir Softwarequalität haben wollen, wenn wir Softwareprodukte machen wollen, dann müssen wir diese 3 Punkte berücksichtigen. Ohne das richtige Personal kann ich kein Softwareprodukt ausliefern. Ohne einen Prozess ist das totales Chaos. Und wenn ich kein gescheites Produkt habe, was am Markt Erfolg hat, dann bringt mir das alles nichts. Diese 3 Punkte sind essentiell, wenn ihr Softwareentwicklung betreiben wollt. Natürlich auch andere Bereiche, wie gerade schon gesagt, weil für uns, ich nagel es immer quasi genau auf diese 3 Begrifflichkeiten: People, Products, Processes. So, wenn wir uns diese Sachen mal anschauen, diese Probleme, die wir gerade gesehen haben, teilen wir die einfach mal auf. People zum Beispiel. People haben wir einmal die Mitarbeiterakquise, wir haben schlechte Stimmung und wir haben den heulenden Entwickler. Das heißt, wenn ich Zeit in mein Team investiere und versuche, ja, Differenzen im Team auszubügeln, die Leute an einen Tisch zu bringen, dass sie sich aussprechen und so weiter, dass man mal anfängt, seine Leute zu motivieren, sagt, Leute, wir sind ein Team, wir müssen zusammen an den ganzen Sachen arbeiten, jetzt hört man auf, den ganzen Tag den Kopf hängen zu lassen, lasst uns einfach mal machen, motzen können wir später immer noch. Dann hat man ein richtig gutes Team. Und das ist etwas, was man nicht vernachlässigen darf. Oftmals werden viele Dinge nur auf Processes und Products oder nur auf Products beschränkt, aber es ist eben halt nur die halbe Miete. Sobald ich einen dieser Bereiche vernachlässige, habe ich Probleme. Weiter zu Processes. Processes haben wir einmal die Slack Pace, also die Schneckengeschwindigkeit. Wir haben den Innovationsstau. Ich muss immer zusehen, dass mein Prozess an aktuelle Gepflogenheiten, Gegebenheiten in meinem Projekt, in meinem Kundenkreis, in meinem Innovationseinflussbereich aktualisiert wird, angepasst wird. Nur wenn ich das mache, dann kann ich auch wirklich ein Produkt machen, was auch in 20 Jahren noch im Zahn der Zeit ist. Und das ist für langlaufende Projekte extrem wichtig. Oft wird das vergessen, weil viele Leute nur kurzfristig denken. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in den SAP programmieren würden, dann wissen wir ja, dass das nicht nur 3, 4 Jahre läuft, sondern 10, 20, 30 Jahre vielleicht. Und da muss man da genau Zeit investieren. Das letzte sind Product. Da geht es halt um alles, was Produktqualität steigert, Bugfixen, keine Ahnung, Architektur, Testen und so weiter und so fort. Also alles das, was man in dem Bereich machen kann. Früher hat man das Ganze ein bisschen einfacher gesehen. Früher hat man gesagt, okay, Softwarequalität wird nur auf den Bereich Produkte beschränkt. Die anderen Sachen hat man mehr oder weniger ausgespart. Heute ist man da ein bisschen schlauer, ist man ein bisschen weiter, dass man weiß, okay, da gehört wesentlich mehr zu, was man da machen kann. Deswegen, wenn ihr ältere Literatur zu dem Thema lest, werdet ihr immer sehr starken Fokus auf die Products hier finden. Aber ihr solltet euch davon nicht beirren lassen, wie gesagt, es gehört alles dazu. So, und all diese Dinge, die ihr seht, das hatten wir eben schon angesprochen, muss unter einer gewissen Kosteneffizienz laufen. Und das ist eigentlich die große Herausforderung bei der Software. So, nachdem wir jetzt mal so einen kleinen Überflug darüber gemacht haben, über Probleme und wie man damit in Softwarequalität umgeht, ist die Frage, was genau ist Softwarequalität denn genau? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil Softwarequalität, hatte ich eingangs schon mal erwähnt, ist ein unglaublich großer Bereich, ein sehr umfangreicher Bereich. Ich habe mal am Anfang, als ich an der Uni Marburg angefangen habe zu studieren, habe ich das Thema Softwarequalität belegt und war total happy und total aufgeregt, was da so kommt. Und das war der erste Satz, der auf den Folien der Professorin stand. Softwarequalität bestimmt die Qualität von Software und der damit verbundenen Artefakte. Ja. Das ist eine typische Studentendefinition, hat jetzt relativ wenig Aussagekraft, dass Softwarequalität die Qualität von Software bestimmt, haben wir uns alle gedacht, und dass Software aus Artefakten besteht auch. Also finde ich jetzt nicht besonders gut. Also wenn jemand einen Studenten hat, der irgendwas Blödes vor sich hinredet und keiner weiß, wovon er redet, liegt unter anderem auch an den manchmal schwammigen Definitionen von Professoren. Aber wir nehmen mal einen etwas anderen Professor, der sich auch mit Softwareentwicklung beschäftigt hat, und zwar der Helmut Balzert. Den kennen wahrscheinlich viele von euch, hat die dicken blauen Bücher geschrieben, früher den man im Studium und der Ausbildung hatte. Sensationeller Mann.
Aber ein Mann natürlich alter Schule, und er sagt, unter Softwarequalität versteht man die Gesamtheit der Merkmale und Merkmalswerte eines Softwareprodukts, die sich auf dessen Eignung beziehen, festgelegte oder vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen. In Klammern ist soll. Ziemlich gut. Aber auch hier wieder so ein bisschen der alte Einfluss. Das heißt, es wird nur auf den Bereich Softwareprodukt beschränkt hier und nicht eben auf die anderen Bereiche. Deswegen ändere ich diese Definition immer ganz geringfügig ab. Das heißt, bei mir ist es genauso wie die Definition von Herrn Balzert, nur eben halt, dass ich noch Personalprozesse und eben die Softwareprodukte mit einbeziehe in diese ganze Definition. Wenn wir uns jetzt Softwarequalität anschauen, dann gibt es natürlich eine Gliederung. So, die Gliederung von Softwarequalität, ich habe schon gesagt, ein sehr, sehr großer Bereich, gliedert sich genauso wie das, was wir eben gesehen haben. Nämlich, es gliedert sich in People, es gliedert sich in Processes und es gliedert sich in Products. Und das ist immer das, was ihr auf jeden Fall berücksichtigen müsst. Denn wenn wir von Softwarequalität reden, geht es nicht darum, dass wir unsere Software, unser Produkt einfach nur besser machen, sondern es geht um viel, viel mehr. Wenn ihr euch mit Softwarequalität beschäftigen wollt, wird wahrscheinlich für Entwickler der Product-Bereich am interessantesten sein. Aber ihr müsst euch gesagt sein, ihr könnt daran machen, was ihr wollt. Ihr könnt es natürlich geringfügig ein bisschen besser machen, könnt ein bisschen was erreichen. Aber wenn ihr wirklich qualitative Softwareentwicklung entwickeln möchtet, oder eine qualitative Softwareentwicklung aufbauen wollt, dann müsst ihr People, Processes und Products in der Hinterhand haben. So, und das ist quasi auch schon der erste Teil. Das heißt, das war meine Einführung zu euch, was Softwarequalität überhaupt ist. Also ich fasse es nochmal zusammen. Softwarequalität ist ein riesengroßer Bereich. Und wenn wir uns um Softwarequalität kümmern wollen, müssen wir meistens mehrere Bereiche angehen. Deswegen ist es gut, da einen Überblick zu haben, guten Verständnis davon zu haben, was Softwarequalität überhaupt ist. Und Softwarequalität gliedert sich in drei Dinge, nämlich People, Processes und Products. Und wir werden uns jetzt in diesem Teil, gerade ist mir die Idee gekommen, wir könnten es auch vier Teile aufteilen, wo wir uns People, Products und Processes anschauen. Wir schauen einfach mal. Dieser erste Teil auf jeden Fall ist zu Ende. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt dabei. Freut euch schon auf die nächsten Folgen. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, das Video, gebt mir einen Daumen hoch. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei einem der nächsten Webcasts. Vielen Dank und bis bald.